was ist die Bedeutung von Wort in der Beziehung von Werbung? Warum ist das Wort so wichtig für die Werbung? Das Wort verkörpert eine Idee, ein Konzept und ist zentral in der Kommunikation. Man kann nur mit Worten die Ideen zum Ausdruck bringen. Nun bedeuten die gleichen Worte in verschiedenen Sprachen unterschiedliche Sachen. Und die Mehrsprachigkeit besteht darin, dass man eine Gabe hat, die Begriffe von einer Sprache in die andere, mit anderen Worten, mit den richtigen Worten zu bringen. Und wir sind schon eine mehrsprachige Welt, wir sind eine mehrsprachige Schweiz, und in diesem Zusammenhang, für jede Botschaft, ist das richtige Wort in der richtigen Sprache zu kennen, zentral. Welche Bedeutung haben für euch Wort in der Werbung? Worte sind in der Bilderflut, die wir uns jetzt sehen, eine absolute Notwendigkeit. Das war zum einzigen Grund, weil Worte viel mehr zum Denken anregen als Bilder selber. Und das haben wir in der Bilderflut. Was für eine Bedeutung haben Wörter für euch in der Werbung? Ich sage es halt schon, also man sagt immer, Bilder können mehr sagen als Worte, aber ich finde, Bilder allein sind meistens auch nicht ohne wirklich gute Worte. Und wenn sie präzise gesetzt sind, auf den Punkt kommen, dann sind sie für mich unverzichtbar. Was ist die Bedeutung von Worten für die Werbung? Diciamo che la parola è molto, è un significato, è un logo, è un convincimento per il cliente che intende investire nella pubblicità. Io spingo molto nella ricerca della parola, perché la parola è sicurezza, è qualità, è, come dicevo prima, convincimento nell'acquisto e nello spingere un prodotto che solamente con un'immagine, probabilmente, non avendo una parola, non dà un significato concreto. Was ist für die Bedeutung der Wörter in der Werbung? Worte können überzeugen, Worte können jemanden etwas anhalten, können zum Denken anregen. Sie können einem etwas geben, ein Gefühl, das man eigentlich sonst nicht ausdrücken kann, und sie können einem etwas ins Herz berühren. Und ich denke, die Werbung kann durch das eben auch die Menschen dazu bringen, dass sie auch etwas sich ändern, wenn sie etwas besser finden, können vergleichen. Sie werden auch informiert. Mit Worten kann man verschiedene Positionen ausdrücken, und durch das fühlt sich der eine eher zu etwas hingezogen als ein anderer. Und darum gibt es Gott sei Dank auch viele verschiedene Produkte mit vielen verschiedenen Namen. Und das sind auch Worte. Und heutzutage bedeutet die auch schon etwas. Je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui signifie le mot pour la publicité? Oui, écoutez, moi je regarde la publicité. Hein. Donc ce qui me parle, c'est en fait à la fois les jeux de mots, c'est-à-dire la publicité qui invente des mots ou fait des jeux de mots, ou alors carrément l'absence de mots, mais qui me fait venir, en regardant une image, un mot dans la tête. Et donc pour moi, c'est quelque chose de plus imaginaire. Et si on réussit à faire une publicité sans mots et encore, et qui m'évoque quelque chose, c'est la réussite maximale. Was sagt ihr zur Bedeutung der Wörter im Bereich der Werbung? Gute Frage, die leider vielfach immer weniger zum Tragen kommt. Wörter in der Werbung, ich würde so sagen, Wörter oder Sprache ist Macht. Und wenn man heute umschaut, alles ist visuell und bebildert und so. Und das Wort, unserer Meinung nach, in unserer Agentur, kommt immer, je länger je mehr, ein stärkeres Gewicht über. Weniger ist mehr. Knappe, brisante Aussagen sind unglaublich stark und lassen sich auch nach wie vor gut verkaufen gegenüber unserer Klientel. Wort ist Macht und löst unglaublich viel aus. So würde ich das erklären. Super, genial. Danke vielmals, Michael. Merci. Bitte.